Gott soll gesegnet sein, wenn heute sein Tag ist. Wir sehen auch unsere Schwester Mafuta. Sie ist sehr schön. Amen. Amen. In der guten Nachricht. Wenn die Geschwister nicht ihre Gebote halten, werden die Frau keinen Schleier tragen. Das ist eine Lehre für unsere Kinder. Die Bibel sagt uns, jeder sollte eine Frau heilig bekommen. Wenn du eine Frau liebst und ihr noch nicht verheiratet seid, dann solltest du sie auch nicht körperlich kennen. Im Namen Jesu. Denn nicht ich werde es segnen, sondern Gott. Amen. Amen. Wir sehen unser Diakon Miguel. Die wollten nicht. Die sind gefallen. Amen. Aber sie waren dieser Sache treu. Also sie haben das erkannt. Wollt ihr sie als Gemeinde vergeben? Halleluja. Amen. Ihr müsst auch verstehen, er hat lange Zeit gewartet. Es war eine Versuchung. Und die Versuchung war sehr stark. Wollt ihr sie vergeben? Wenn ihr sie vergeben, dann werdet ihr ihnen nicht vergeben werden. Wir werden dann diese Ehe segnen. So werdet ihr Kampf für die Gemeinde bringen. Was hat uns die Vergebung hinterlassen. Dass sie sich gedemütigt haben und Vergebung gebetet haben, so müsste auch die Gemeinde vergeben. Aber es sollte eine Lehre für unsere Kinder sein. Sie sollen bewahrt werden bis am Ende. Und sie sollen einen Steuer tragen für die Lehre, eine gute Lehre. Amen. Amen. Ich sage es nicht, um sie zu erniedrigen. Ich sage es aber, wie es im Wort Gottes steht, damit sie gesegnet werden. Wir sollten Gott fürchten. David hat extra gesündigt und so hat Gott seinen Sohn genommen. Du sollst aufpassen. Amen. Wir sehen die Kinder Gottes. Ich möchte wissen, wo die Zeugen sind oder die Familienmitglieder. Denn viele Ehen haben überhaupt kein Zeugnis. Wer ist ein Familienmitglied von Mama Futa? Ich weiß, dass der Diener Gottes da ist, Pastor Toni. Wir Alléluia. Passez vous la charge. Pastor, das ist eine große Sache. Und wir sehen auch Diakon Miguel. Und wer ist Zeuge in seiner Seite? Der Bruder ist noch da und der Onkel ist noch da. Toi, on va voir la congolaise. Toi,
Mais nous avons tout le monde dans notre famille et dans notre famille. Je n'ai pas une frage dans la Seite des Mannes. Je vais m'adresser à mon oncle pour nous. Je vais den oncle fragen. Mon oncle, il n'y a pas de soucis. Pour tout le monde, il n'y a pas de soucis. Habtez-y pour votre oncle. Ja, von ihren Eltern. Wir haben alles schon mit der Familie ausgemacht. Der Prophet Salit. Wir sind der Prophet Salit. Es gibt zwei wir haben auch Zeugnisse von ihren Eltern. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, die Ehe beginnt in der Familie, im Staat. Beim Staat und dann bei uns. Ich weiß, dass die zwei Familien zusammengekommen sind. Die haben alles fertig beredet. Amen. 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 Ja. Wenn es so ist, dann klatschen wir bitte. Wenn es so ist, Amen. Amen. Es ist so, sie bestätigt es mit einem Jahr. Halleluja! Amen. Bitte lesen wir Amen. Kinder Gottes vergeben habt und wir die Zeugnisse der Verwandten gehört haben, so habt ihr mir die Erlaubnis gegeben, diese Ehe zu segnen. Amen. Ich bin nur ein einfaches Werkzeug, ich muss um Erlaubnis fragen. Amen. Amen. Und die Sache liegt jetzt in den Händen von Diakon Silo. Seht ihr sie, eine wunderbare Frau an. Sie wurde ganz schön geschminkt. Alles noch für dich. Ich weiß nicht, eine Frau ist wie eine Blume, eine Rose. Es gibt doch Zeiten, wo die Zeit immer vorangeht. Sie wird älter werden und sie wird vielleicht nicht mehr so schön sein. Bist du... wirst du immer noch für sie sein? Ja. Halleluja! Und für wie lange willst du sie lieben? Kino Jesus Christo apeu kamatelomba. Kino duaito kamatelomba. Kino duaito. Bis Jesus wiederkommt und bis sie der Tod scheidet. Ihr hört es genau selbst. Wir brauchen die Ringe, damit wir segnen können. Und damit der Mann seiner Frau den Ring überzieht. Und er soll schöne Sachen seiner Frau sagen. Und die Frau soll ihrem Mann den Ring überziehen und schöne Dinge zu ihm sagen. Lass